16. Saisonspiel. Schöner Tipppass. Janik Kohlbacher im Rückwärtsfall. Sind die Melsungen offensiv, gibt es den Raum für ihn dahinter. Ja, verwunderlich ist schon das Angriff-Abwehrwechsel moralisch gegen Kalara. Verstehst du nicht? Also ein... hat einen Riesenweg, super. Auch da wieder schön hinter dem Rücken von Lagergren weiter. Sie verlagern das Spiel dahin, wo sie es haben wollen, und Grzycki hat den Platz da außen. Aber das geht natürlich viel zu leicht. Das wusste Appelgren, den macht Hefner gerne. Wenn er im Durchbruch ist, auf der halbrechten Position gegen die Hand oder sogar aus dem schlechten Winkel reinspringt, wirft er gerne lang hoch. Appelgren stehen geblieben, Arme oben. Und der kommt von der Bank. Zwei vergebene Siebmeter. Appelgren ist da. Als Einläufer haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Appelgren ist wieder da. Erste Parade, zweite Hälfte. Also insgesamt Nummer 11. Ist auch brutal in seiner Ecke. Doppelblock stand gegen Cassaro. Musste am Block vorbei werfen und da geht er halt dann rein. Appelgren. Schön. Tipppass. Da wartet Janik Kohlbacher schon drauf. Fünftes Kohlbacher-Tor. Die suchen sich, die finden sich. Schon auch Aju. Ne? Also der Pass ist ja so leicht, so einfach für Juri. Augen aufmachen, Bodenpass spielen. Also das war keine Herausforderung, dass ein Verein eine gemeinsame Handschrift haben muss. Trainer, sportlicher Leiter in Zusammenarbeit. Klar. 10 Tore Rückstand. Boah, sensationeller Pass. 11 Tore Rückstand. Sie spielen so gut. Das ist natürlich auch ein geiles Selbstvertrauen bei den Löwen. Klar, mit 10 vorne kannst du so eine Aktion machen. Aber super Pass von Patrick Grzycki auf Helena. Und